Die Blasse Smart Maintenance Initiative zeigt, wie konsequent und zielstrebig die Digitalisierung für die Entwicklung innovativer Technologien und Lifecycle Services genutzt werden kann. Auf dem Freigelände zu besichtigen sind Maschinen, die für die Zukunft der Gleisinstandhaltung stehen. Der Technologieträger EM100VT und die Hybrid-Stopfmaschine Unimat 09 4x4 4S E3. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind nahezu unbegrenzt. Dies gilt auch für den Bereich des Gleisbaus. Unsere Antwort sind smarte, vernetzte Maschinen. Und hier auf der InnoTrans zeigen wir die ersten digitalen Produkte. Eine Schlüsselrolle spielen dabei Fahrzeuge wie das EM100VT. Die neue Maschine kann die absolute Gleislage mit bis zu 100 Stundenkilometer erfassen und verarbeiten. Damit schafft Blass und Teurer die Grundlage für den Digital Twin, den digitalen Zwilling des Fahrwegs. Ein weiterer Schritt in die Zukunft des Gleisbaus: mithilfe des Blasser Virtual Track, die Messungen sofort cloudbasiert zu verarbeiten und Work Orders direkt an den Smart ALC einer Stopfmaschine zu übermitteln. Dies sind entscheidende Meilensteine auf dem Weg zu einer BIM-konformen Instandhaltungsplanung. Apropos Smart ALC, unser automatischer Leitcomputer kommt jetzt auch mit einer Reihe innovativer Features. Beispielsweise werden mit Hilfe der neuen Autosync-Funktion Gleisfehler automatisch gefunden. Sie können direkt angefahren und behoben werden. Und weil die Vormessung und Fehlersuche entfallen, lassen sich gegenüber der herkömmlichen Methode Zeitersparnisse von über 60% erzielen. Es zahlt sich also aus, über die Entwicklungen im Rahmen der Blasser Smart Maintenance Initiative informiert zu sein. Mehr erfahren Sie unter research.blasserteurer.com.